So, Jean. Muss mal kurz gucken, mit wem haben wir denn aktuell so Unterstützungsgespräche gehabt? Oh, du hast auch auf jeden Fall so ein paar. Sidol und Yunaka? Sogar schon arm mit Louis, sehe ich gerade. Das meiste ist mit Alea. Sidol und Pandreo, die können auch gleich mal zusammen was essen. Andreo mit Seedoll. Frittierten Karpfen mögt ihr beide. Okay. Dann machen wir da irgendwie noch einen geheimen Fisch mit rein und dann passt's. Habe ich die Echos-Charaktere gar nicht genommen? Habe ich die vergessen? Ups. It's tasty. I should serve it at one of my parties. Delicious. Surely this will help fuel my dam. Oh, ein erlesener frittierter Karpfen. Wie nett. Was mir gerade einfällt. Band. Yunaka und Corin haben nämlich jetzt Maximum erreicht. I worry about you, Yunaka. Sometimes you seem to be forcing yourself. Trying too hard. I appreciate the concern, Corin. You're not wrong. There are times when I put up a front, but that front is just as real to me as the person I am underneath. And it's who I choose to be. I respect that choice more than I can say. If it ever gets to be too much, please lean on me. Mal ein bisschen mehr untereinander gesprochen. Also jeder Einsatz mehr. So. Nein, ich wollte nicht zur Karte. Ich wollte mir nur ein paar Erfolge abholen. Jo, dann würde ich sagen, können wir eigentlich direkt auch wieder weiter zur nächsten Mission. Ich liebe die generischen Bandgespräche, die austauschbar sind. Das ging doch eigentlich. So, das nächste vom Level. Roy auf 10 und Celica auf 10. Bitte? Zwei Ziegel. Ja, stimmt. Ich bin dumm. Habe ich noch eins da? Moment. Ich kann jetzt hier auch gleich eben noch ihr Zeug geben. Habe ich noch ein zwei Ziegel, um sie wieder zur Vidam zu machen? Ja. Dann, back to Vidam. Gut, dass ich so vergesslich bin. Aber dafür habe ich ja den Chat, der für mich denkt. Und die Meerschweinchen. So, Etier, schnapp dir wieder Leaf und Jean, gib mal Roy ab. Machen wir Roy zuerst. Die Vidam, freue mich auf die Meisterklasse Vidam. Nee, die Wii U Dam ist das dann. Das ist dann ihre höhere Klasse. Und danach wird sie die Switch dammen. So, der junge Löwe. Where are we? I don't recognize it. It looks like no. It couldn't be. Roy, do you know this place? I may be seeing what I want to see instead of what's truly there. But it's very similar. To a place where I once fought an important battle. Oh, do you mean in the world you're from? Could you tell me about it? I stood there, my allies at my side, facing down the armies of the Kingdom of Burn. The enemy's commander was Murdoch, who was especially strong, tactically and physically, his battle axe. The power and weight of its blows are etched forever in my memory. It was a battle so grueling. I can hardly believe that I or anyone else managed to survive. But bitter as it was, I hold fond memories of that day as well. It must be an important point in time for you. Yes, you could say that. I admit I feel a bit energized standing here. Would you grant me an odd request? Battle me here, in this place. Battle you? But why?
This place is from my memory, but I believe it is a trial meant for you. Achieve a glorious victory against me, and our bond will grow deeper still. My power will grow, and yours will too. Are you interested? All right. I'll fight you. And I'll win. Alle hat die Korin-Krankheit. Einfach alles vergessen. So, wir dürfen 12 mitnehmen. Wie sieht denn die Map aus? Da ist mal ein Dorf, aber das ist zu. Und er ist da unten an dem Punkt, wo man, glaube ich, damals im Spiel auch das Binding Blade vielleicht sogar bekommen hat. Not sure though. Die vielen, hier sind noch ein paar Magier. Was geht vom Schaden eigentlich? Und ein kleiner Dürgen. Oh, wait, da hinten sind auch noch welche. Okay. Jo, auf jeden Fall nehmen wir mal unsere Flieger wieder mit. Wir können ja mal Celica da lassen. Celica? Es passt irgendwo. Sie hat Celica an sich dran. Aber Celine da lassen, weil sie eh schon Maximum einmal war. So, und dann auf zum jungen Löwen. I'm looking forward to seeing how you approach this battle. Mit Roy Valite immer im Schatten von Eliwood. Und selbst Eliwood ist im Schatten von Lynn und Hector. Ja, sehe ich. Ziehen wir die einfach erstmal nach unten. Die Magier voran. Weil die können mir nichts, ne? Nö. So, dir. I hear you. Dir können die auch nichts. Dir können die auch fast nichts. As you wish, Divine One. Dir könnten die auch nichts. Dir könnten die auch nichts. Ich habe 5 Charaktere, die einfach da gleich stehen und sich denken, ja, war da was? Hat da jemand eine warme Brise rüber gepustet? This isn't so bad. Yeah. How mysterious. Ich glaube, das Problem auch bei jetzt, wo wir gerade dahin mit Eliwood im Schatten von Lynn und Hector, ist wahrscheinlich einfach, dass Eliwood so ein bisschen sehr generic rüberkommt. Halt voll im Vergleich zu Lynn und Hector, die beide eine etwas stärkere Persönlichkeit haben. Und ich weiß nicht, ob Roy einfach vom Charakter her genau wie sein Vater ist. Ist das der Sound von großen Wings? Es sounds like Wyverns. Sie könnten Reinforcements für Roys Truppen sein. I should advance with caution. Wie laut sind diese Weibern, dass du die schon hörst, so aus keine Ahnung wie viel Kilometer Entfernung? Kriegst du den weg? Nein. Ich bin überrascht. Lass ich dir gleich nochmal ein bisschen näher kommen. So, my ladies. Vor dir muss ich ein bisschen aufpassen. Der Rest kommt nicht dran. Das heißt einmal da. Flugzeugturbine. So laut wie ein Kampfjet einfach, ja. Aber wie laut ist es dann für die Leute, wenn die da, weil man gerade bei denen irgendwie über dem Haus hinwegfliegen, ist wie so ein Flugzeug, so. So richtig schön laut einfach. Wie viel lange fasst du denn? 33.
In der, Schule haben wir mal Flugzeuge gezählt, wenn uns langweilig war. Habt ihr da zufällig einen Flughafen in der Nähe gehabt, dass ihr das machen konntet? So. Ich denke mal, die da hinten kriegen Pandreo und Etier ganz gut alleine weg. Dann können die da eben noch ein bisschen warten. Fensterscheiben, man hört die im Haus nicht. Also ich glaube, wenn ein Flugzeug über dein Haus hinweg fliegt, dann hörst du das. Nur den größten Deutschlands. Ja nun. So, die da unten sind aber wahrscheinlich noch so ein bisschen außer Reichweite. So, ja. Adios, würde ich sagen. Nummer 1 und Nummer 2. Excuse me. Time to pray. Ah, wie weit kommt ihr denn? Ich schick ihn mal. Moment, habt ihr Fernwaffen? Nein, nein, nein. Okay. Dann soll er sich da mal unten mal kurz hinstellen. Meisteraxt in der Hand. Und alle mal abhalten. Ihr? Das ist auch schon Level 19. Versuchen wir sie auch mal auf Maximum zu kriegen. Ich muss sie auch gleich nochmal entwickeln. Also wir haben zwar auch hier Flughäfen. Naja, in der Stadt. Oder nicht Flughäfen, aber einen Flughafen in der Stadt. Aber wenn ich jetzt nicht gerade unten am Phönixsee bin, kriege ich von denen ehrlich gesagt eigentlich nichts mit. Ist mir auch lieber, als wenn irgendwie, keine Ahnung, alle paar Stunden immer so ein Wumm durch den Stream geht. Wäre auch irgendwie nervig. Oder nachts, wenn man... Wobei, ich glaube, nachts haben die eh größtenteils Flugverbot. Glaube ich. Wenn es nicht zwingend sein muss. Aber wäre trotzdem schon nervig da, wenn da ständig was vorbeifliegt. Das sind die nicht die Marke, die... Bogenschützen. So. Louis, kümmere dich mal drum. Mhm. Es wäre, wenn er gar nicht mehr streamen, ja. Bei ihrem Mikro hörst du dann einfach jedes Flugzeug vorbeifliegen. Cool. Mal wieder ein Level up. Für noch mehr Verteidigung. Ich weiß ständig, was fliegt, aber so ein Dauerdröhnen draußen. Muss ja auch irgendwann nerven. Das Louis-Horoskop sagt übrigens wieder Crit into Crit into Crit. It's gonna be a good fight. Jetzt wird das Steuergeräusch, dass sie nicht kontrollieren kann. Jan. That's me. 33. Das kannst du zumindest mal abfangen zum Unlocken. Hat noch jemand eine gute Verteidigung? 20, dann 21. Du hast sogar 18 Verteidigung. Ich bin erstaunt. Ansonsten nehmen wir den Jungen einfach. Einmal kurz dehnen und dann kann er sich auch dahin stellen. So. Wovon hättest du gestern einen Clip machen sollen?
Was? Was habe ich gefunden? Okay, ich habe irgendein Item gefunden, anscheinend von Louis. Keine Ahnung, irgendwelche Leichenteile von den Drachen eben oder so. Was sind raute Reihen? Das sagt mir auch gar nicht das Wort. So, haben wir die anderen auch gleich mit angelockt? Yes. Die Magier auch gleich dazu. Und die Drachis auch gleich mit dazu. Und noch mehr Drachis. Oh, cool. Und noch mehr Drachis. Oh, cool. Ja. Das sind mir ein paar zu viele Drachis gerade. Oh, Drachis. Moment, wir machen mal das Bündnis für den Verteidigungsboost. So, hau den schon mal weg. Radau kenne ich, ja. Aber alles andere nicht. So. Jo. Wie mache ich jetzt das hier am besten? Wie stark seid ihr eigentlich? 37. 35. Das ist halt der inoffizielle Plural davon. Ach so. Na dann. Die kann ich, glaube ich, zumindest ignorieren. Die kommen nicht an mich dran. Aber die beiden nerven. Was ich maximal machen kann, wäre hier Louis hinstellen. Der oben schon so ein bisschen zumindest blockt. Ich hab nichts anderes erwartet. Wobei, nicht block besser. Den oder den Spot? Besser den Spot. So können die das. Ja, doch, das fällt zwar treffen, aber nicht so viel. Oder ich muss wieder mit dem Nebel arbeiten, das geht natürlich auch. Gleich noch machen. Probieren wir es mal aus. Gegen den da. So. Du nimmst den da mal raus. Wir können auch eher ein bisschen weiter nach oben, weil die auch gute Verteidigung hat. 20 Verteidigung reicht so für 2 Angriffe wahrscheinlich von denen da oben. Das ist halt meine gute Verteidigung. Besten aus. Sehr schön. So. Na,
Naka macht hier gleich den Nebel hin. Das sind drei Leute, die an mich drankommen. Meryn? Doch, Meryn kommt dran. Und Meryn hat auch gutes Ausweichen, um nicht zu viel Schaden zu nehmen. Hoffentlich. Wenn die jetzt nicht gleich alle auf Meryn gehen. Außer ich schicke Yunaka... Ja, Moment, es wäre smarter, Yunaka einfach hier hinzuschicken. Und hier dann die Drachenader zu machen. Jo. Ihr habt 104 Treffer. Von allen Charakteren, die ihr treffen könnt, macht ihr entweder keinen Schaden, trefft nicht und trefft nicht. Jo, ich glaube, wir haben das gut gelöst bekommen. Ich könnte versuchen, hier halt noch einen hinzulocken. Ah ne, da kann ich gar nicht hinlocken. Da können nur Flugeinheiten drauf auf den Wald. Du könntest halt dahin, aber dann kommen drei Charaktere dran und das wäre weniger geil. Jetzt irgendwann heilen. Für ein KP. Nein. So, einfach nur für die Erfahrungspunkte. So, mal gucken doch. In der Theorie sollte ich das gut überstehen. Und einfach niemand trifft mich. Jo. Yunaka einfach Best Supporterin mit ihrem Nebel, ne? Die Gegner können dann teilweise einfach nicht mehr treffen. So. Könnt ihr beiden wieder zurückkommen? So, Levels. Dann. Hau du mal den ersten weg. Jean kann, glaube ich, den hinteren einfach easy wegnehmen. Zack. Ach ja. Ich mag mein Team mit sehr viel magischen Charakteren. Sag mal, wir hätten auch genauso sehr einfach richtig Pech haben können und einfach nur so ein komplett rein physisches Team kriegen können. Also ohne einen einzigen Magier und ohne einen einzigen Heiler. Das wäre auch witzig irgendwo. Du magst unsere Möwe nicht, warum denn nicht? Seedoll, nicht Seagull. Er ist keine Möwe. Aber er ist halt trotzdem hier und da super praktisch. Kommst du an den dran? Oh ja, nice. Box den mal weg. Ich sag mal, ich benutze es auch nicht in jedem Fire Emblem einen Tänzer. Meistens finde ich es dann doch praktischer, einfach, naja, einfach draufzuhauen mit den Charakteren. Anstatt jetzt jemanden tanzen zu lassen und dann den halt nochmal draufhauen zu lassen. Ach, der Drache ist jetzt in Reichweite, so langsam. So. Na, lassen wir mal Yunaka erledigen. Aber Seedoll ist eigentlich ganz okay. Was? Achso. Er greift Yunaka an. Und trifft natürlich nicht. Was that sufficient? Auch die Meris finden Louis Kritz alle super. Oha! Wir haben den ersten Nicht-Crit. Ist unsere Glückssträhne jetzt vorbei? Ist das jetzt der Moment? Oh, jetzt kommen die ganzen Durgans auf uns zu. Ja. Das ist jetzt etwas unpraktisch. Mach du erstmal den da weg.
Aber ich finde, Tänzer ist doch eine sehr gute Klasse eigentlich. Halt eine gute Supporter-Klasse. Wenn ich die jetzt alle schön um Yunaka versammel und allen den schönen Boost gebe, dann können mir die doch einfach nichts. Komm, versammeln wir die mal und gucken mal, was passiert. Du stellst dich jetzt mal dahin. Flieger kriegen den Boost leider nicht, also geh mal weg. Du stellst dich mal dahin. Da, Moment. Hier geh du besser in den Wald. Du gehst dahin. Du nach da oben. Du kommst hier noch hin. Dahin. Seedol geht lieber aus dem... Oh, du bist... Moment, wie muss ich dich hier weg? Krieg dich nicht weit genug weg. Das ist etwas ungünstig. Und dann zieh ich dich mal bis nach ganz da oben hin. Dann warte mal da. Und einmal Drachenader für alle. Mal gucken, was passiert. Mal gucken, wie viele Charaktere denn heute treffen werden. Ih, du hast einen Fernangriff. Aber gut, dass er trotzdem gut ausweichen kann. Haben die alle Fernangriffe? Och, wie langweilig. Dann werden die alle gar nicht besiegt. Na gut, das hat zum Glück nicht alle Fernangriffe. Aber wir bleiben bei der Quote von dank des Nebelfeldes hat einfach niemand der Gegner getroffen. Leider geil. Dann fangen wir mal an, die mal hier aus dem Weg zu räumen. Praktisch jetzt nicht die praktische Situation, kommt mir zu selten, als dauerhaft einen Spot zu verschenken. Ja, sehe ich auch. Aber ich finde ja schon fast, in den meisten Fire Emblem-Teilen kommst du mit weniger Charakteren eigentlich super aus, als du eigentlich brauchst oder mitnehmen kannst. Beziehungsweise wenn man von Anfang an sich darauf festlegt, dass man jetzt sagt, keine Ahnung, das Spiel sagt dir, du kannst eigentlich ja 12 Charaktere mitbringen, aber wenn du von Anfang an schon sagst, 10 reichen mir, dann sind diese 10 im Normalfall auch sehr viel besser trainiert als die 12, die du hättest haben können. Wobei, du? Ich glaube, du kommst an den Drachen gar nicht dran, um ihn richtig auszulöschen. Dann mach den da mal weg. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn die am Quieken sind, so richtig laut, kommt ein Crit. Die riechen das einfach, die Crits. Schweinchen sind einfach so ein Crit-Magnet. Oh ja, das ist schon mal ein guter Schaden. Gleich sind sie wenigstens ruhig, gleich gibt's Essen. So, kriegst du ihn kaputt? Yes. Also, und ja, bleib einfach da stehen. Du kannst noch mal ein bisschen mehr machen. Vielleicht kriegst du auch das eine oder andere Level up.